Aber wie ist es jetzt gerade? Jetzt gerade ist es so, dass ich wirklich am liebsten jeden Menschen gerne schütteln würde und sagen würde, ey, kümmere dich um dich selbst, pass auf dich auf, sorge um dich. Harissa. Nein. Bitte schön, Bui. Danke dir. Ich lasse lieber ein bisschen dort. Trinkst du mit Zucker? Klar. Es hat ziemlich früh angefangen. Es hat, also bei mir persönlich ist es etwas, was schon zurückgeht in die Jugend. Es ist jetzt nichts, was irgendwie auf einmal da war. Es ist halt etwas, was sich immer so quasi ab der Pubertät so ein bisschen, Ende Schulzeit, Sekt 2, kurz vorm Abi und so weiter, hat sich das immer so ein bisschen eingeschlichen, für alle paar Monate, für 2, 3 Tage einfach sich zurückzuziehen. Aber das war mehr so ein, ja, mir geht's, also ich bin halt einfach down, das ist alles. Okay. Okay, also jetzt nichts Großartiges. Und dann später, gerade mit der Hochzeit selbst, als ich dann halt Ehemann wurde, als ich dann eine Ehefrau hatte, war das auch dann noch ein bisschen gesteigerter, weil ich dann noch diese Verantwortlichkeit hatte. Und das begann beispielsweise auch so mit Themen wie, sie hat eine Meinung, ich habe eine andere Meinung, ich muss meine Meinung durchsetzen. Hm. Also was so? Steht sich. Ich hätte dich damals nicht so eingeschätzt. Also nicht, dass es schlimm ist, aber ich dachte, was so. Das macht aber dann halt Sinn, wenn man auch weiß, weshalb ich überhaupt dann in diese Depression gefallen bin und weshalb ich dann überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Weil sie halt sehr stark was damit zu tun hat, dass ich halt in der Kindheit, ja, dann halt einfach ein bestimmtes Frauenbild habe. Dieses Frauenbild, was dann halt sich geprägt hat in einen und du das dann später, natürlich alles unbewusst, nichts, worüber du reflektiert hast, automatisch projizierst auf deinen Partner. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass das dazu führt, dass du dieses Urvertrauen, dass du diese Urliebe und so weiter, dann halt einfach nicht mehr so wirklich hast. Und dann beginnst du, Liebe mit Hass zusammenzubringen. Und das muss irgendwie passen. In Wahrheit passt das gar nicht. So als wäre dieses Unbewusste und Unterbewusste, was ich nie so richtig reflektiert habe, was ich nie auf dem Schirm hatte, was mich die ganze Zeit immer getragen hat und dieses bisschen von Bewusstsein, ein bisschen, sei es jetzt die Gedanken, sei es jetzt der Versuch, mein Verhalten zu verändern und so weiter, immer wieder daran gescheitert ist, was sich so anfühlte, als würde ich immer wieder ein bisschen weitergehen und weitergehen und das Gefühl kriege so, hey, cool, ich komme voran, mein Leben bessert sich und mit einem Mal kommt ein Schlag, was sich genau zurückreißt in dieses eine Loch, wo du denkst, dass du eigentlich schon raus war. Was sind das so für Schläge, die dich dann wieder zurückgerissen haben? So, ja, vor allem zum Beispiel Streitereien. Diese Streitereien, was ja, ist, ja, vor allem. Die haben dich wieder so in direkt wieder in so ein Loch geführt, genau, wenn du da nicht rauskommst. Genau. Mein Vater und ich hatten da jetzt nie so eine tiefe emotionale Verbindung. Es gab auch keine, es gab keine Umarmungen oder Kuss oder sowas, gar nicht. Wenn zur Begrüßung oder zur Verabschiedung küsst man sich auf die Wanne, das war's. Ja. Wenn man im Auto sitzt, unterhält man sich nicht. Mhm. Man sitzt einfach nur nebeneinander. Es ist halt kalt. Es ist nicht Liebe vor er, oder sagen wir mal so, seine Liebe hat er anders gezeigt. Und nicht in Form von Umarmung, nicht in Form von großen Emotionen, sondern es waren so, da musste man sich mit relativ kleinen zufrieden geben, indem er beispielsweise nachgefragt hat, wo warst du? Wie kann jemand, der ein Mann ist, der verheiratet ist, der Kinder hat, der erwachsen ist, der studiert und promoviert ist, so depressiv sein, dass er noch nicht einmal irgendetwas machen kann, außer schlafen, irgendwie zum Bad gehen, irgendwie essen und sowieso nur ungesundes Essen und irgendwie noch beten kann. Und die Tatsache, dass er es sich nicht vorstellen kann, lässt einen fragen, okay, so etwas, also solche Krankheiten, haben tatsächlich in der Realität eines, ich sag mal jetzt, muslimischen, arabisch-türkischen Mann nichts verloren. Und wenn du aber leider dann immer mehr und mehr merkst, ey, in mir ist aber gerade ein großes Problem, umso schwieriger ist es dann halt, das dann auch rauslassen zu können, darüber reden zu können. Denn es darf ja nicht existieren, weil es nicht existent ist. Aber wolltest du auch nicht darüber reden, vielleicht weil es dir selber auch nicht nach außen zugestehen wolltest, dass du da eine Schwäche hast? Also war natürlich auch. Also gegenüber zum Beispiel meiner Frau und meinen Kindern war das bewusst nicht erzählt. Bewusst nicht erzählt würde ich jetzt nicht sagen, weil ich es ja auch nicht so auf dem Schirm hatte, im Sinne von, ich hatte keinen Namen dafür. Naja, ich meine, guck mal, also bei mir war es, also wenn ich daran denke an solche Situationen, war es so, jo, ich will jetzt aber auch, ich weiß, mir geht's gerade nicht gut, aber ich will jetzt keine Schwäche zeigen.
Also es war so, ich erzähle jetzt nicht über meine Gefühle, ich sage einfach nur, das nervt mich oder was auch immer. Aber wie es mir innerlich geht, genau, da habe ich gar keinen, genau, das will ich jetzt nicht. Genau, genau. So, das weil schwappte dann alles in Wut. Weil es könnte bedeuten, dass sie mich nicht mehr ernst nehmen. So. Genau. Kaputt. Dass mein geht. Gesicht quasi. Von einem starken, also richtig. Es ist wirklich auch das, richtig. Es ist so, ah, der leistet, der kann alles. So. Richtig. Und das wollte ich nicht, das wollte ich auch bei mir nicht, ich hatte keine Depression. Aber das war auch ein Bild, was ich von mir selbst haben wollte. Hm. Also ich will nicht, dass man denkt, dass ich schwach bin. Weil sonst könnten die mir auf der Nase rumtanzen, sonst könnten die, sonst, oder ich will einfach auch dieses Bild von haben, dass, oh, der schafft alles. Mm. So, an den kann ich mich wenden. So dieses Bild wollte ich schon auch selber für mich aufrechterhalten, aber nicht nur für mich, insbesondere für mein Umfeld. Mm. Die sollen dieses Bild von mir haben. Und so geht das halt die ganze Zeit. Du bist dann halt einfach auch so wütend, dass du einfach eine Ausstrahlung an den Tag legst, dass deine Familie schon versteht, okay, den lassen wir lieber in Ruhe. Ja. Hast du geweint eigentlich an der gar nicht. Überhaupt in der Stein. Zeit? Gar nicht. Gar nicht. Konntest du nicht? Nein. Es war dicht. Es war einfach so, als wäre es versiegelt. Als wäre das Herz versiegelt. Mhm. So, es ging einfach gar nichts. Und auch diese Tatsache, ja, feuerte oder befeuerte dann die Wut nur noch mehr. Und dann kommst du halt in suizidale Gedanken. Weil du dann einfach gar nichts an Licht siehst, gar nichts an Hoffnung siehst, gar nichts an einen schönen Moment, so irgendwas, woran du denken kannst. Ich meine, hey, Frau, Kinder, ja, schöne Wohnung und so weiter. Und du schaffst das nicht. Und dann siehst du einfach, quasi kommen dann die ersten Gedanken von, Alter, kann ich nicht einfach sterben? Das war so, also schon das Level. Wie lange hat das gedauert? Das ging schon einige Monate. Also du bist in dieser depressiven Phase und in diesem Loch. Du hast Kinder, du hast eine Ehefrau und du wandelst quasi wie so ein Geist oder wie so ein Zombie, viel besser gesagt, durch diese Wohnung. Mhm. Was macht, also ich meine, das hat ja auch Auswirkungen auf die ganze Familie. So. Absolut, klar, also, natürlich. Wie sind die damit umgegangen? Zum Beispiel für meine Frau war das natürlich eine der größten Herausforderungen überhaupt in dieser gesamten Zeit. Und ich habe halt nur das Glück gehabt, dass sie nicht gegangen ist. Also ich wäre, glaube ich, sogar gegangen. Also das ist so auch eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe. Natürlich. Hast du gesagt, also so. Definitiv. Und warum ist sie nicht gegangen? Was ist so? Weil es eine starke Frau ist, die wirklich ihren Mann liebt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt anders nicht erklären. Die wirklich verstanden hat und sie ist halt auch der Grund, weshalb ich auch wirklich Liebe immer weiter und immer tiefer verstehe. Ich war zu Hause, sie war unterwegs mit den Kindern und wir haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben und dann war das so ein, ist alles okay bei dir und so weiter, weil mein Text quasi immer komischer wurde. So. Und dann kam aber auch nichts mehr von mir. Ja. Und das war für sie dann halt so nur noch, okay, Gott, es ist irgendetwas passiert. Und dann höre ich nur meinen Namen, also im Flur. Sie ruft dann halt zu Heil, zu Heil, zu Heil. Und ich glaube, ich habe dann sowas gesagt wie so, ja. Und dann war halt dann die Polizei da. Also als erster war so ein Polizeibeamter, der reingekommen ist in die Wohnung. Dann sagst du, es ist alles okay. Ne? Also ja. Wir brauchen jetzt nicht so irgendwie durch das drin oder keine Ahnung, was er sich vorgestellt hat. Und dann war noch halt meine Frau dahinter und ein Sanitäter oder zwei sogar. Und ja. Wie war denn der Moment für dich, als du da auf einmal Polizei und Krankenwagen... Gechillt. Ich hatte eh kein Gefühl. Also egal, was drumherum passiert, es juckt dich egal. Nicht. Genau, ob jetzt eine Bombe hochgeht oder ob jemand da stirbt oder ob gerade eine Hochzeit ist, das ist dir Jacke wie Hose. Und dann war ich erstmal für 7 oder 8 Wochen in der Klinik. Puh. Das ist Stabilisierung, Diagnose, erstmal verstehen, was da überhaupt los ist, damit klarkommen. Wie war das für dich? Interessanterweise sehr positiv. Interessanterweise sehr positiv. Also ich fühlte wirklich eine Befreiung. Ich würde sagen, so eine Entlastung. Endlich bin ich nicht mehr in dem Umfeld. Wo du andere Menschen belastest? Ja, indem ich halt andere Menschen belaste, indem ich halt immer wieder auch damit konfrontiert bin. Sowieso auch meine Freunde, Bekannte, also hättest du mir damals irgendetwas geschickt, geschrieben, angerufen, niemand ist an mich rangekommen. Niemand. Meine ältesten Freunde, niemand. Gar niemand. Hier, nimm noch einen Schock, Buddy.
ganz simpel gefragt, wie bist du da raus aus dieser Situation? Es sind auf jeden Fall zwei Elemente, zwei sehr wichtige Elemente. Natürlich spielt da meine Frau eine Rolle, dass sie die ganze Zeit mich unterstützt hat. Meine Familie, die auch wirklich es respektiert hat, das muss man ja auch sagen. Also meine Frau hat dann wirklich sehr, sehr viel Arbeit geleistet in der Hinsicht. Also sie hat immer wieder klar gemacht, lass ihn in Ruhe, jetzt geht das nicht, es tut mir leid. Also da hat sie wirklich sehr viel geholfen. Und das war auch richtig so. Und das war richtig und wichtig. Aber diese zwei Elemente, die so wichtig waren, ist einmal die Therapie selbst, die Traumatherapie in meinem Fall, die so aussah, dass du durch die Erinnerungen selbst durchgehst, durch die Traumatisierungen selbst durchgehst. Aber die wichtigsten Belastungsmomente zu nehmen, damit wenigstens so die schlimmsten Fälle, die schlimmsten Situationen sich so abspeichern, dass du mit dieser Geschichte klarkommst. Das ist erstmal eine, ist das eigentlich eine Leichtigkeit? Es ist eine Leichtigkeit, die sich dann halt einstellt. Weil du immer wieder damit konfrontiert wirst und du findest einen Weg? Nein, weil das so sich anfühlt, als wäre das so wie so Gewichte in einem drin, die du jetzt abgelegt hast. So Laster, die man ablegt. Und das andere Element war für mich in meinem Kosmos oder bei mir selbst eben der Glaube selbst. Und du meinst vorhin Spiritualität und Religion und so zwei Sachen, gehe ich auch mit, aber für mich war wirklich mehr der Glaube selbst, dass ich nicht alleine bin. Weil egal, was ich meiner Frau erzähle, sie wird mich nicht verstehen. Auch meine Therapeutin, sie wird mich nicht verstehen. Das ist für sie Arbeit. Sie macht das toll, großartig, auch liebevoll und so weiter, aber versteht mich nicht. Und da war das wirklich dieses, aber es gibt jemand, der mich versteht. Und das tat immer mehr und mehr gut. Wie ist es jetzt? Wie geht's dir jetzt und wie gehst du jetzt um gerade? Also ich weiß, wie ich dich gerade erlebe. Ja. Ich kannte dich nicht in deiner depressiven Phase. Ich habe dich nur versucht, damals zu erreichen. Mm. Aber wie ist es jetzt gerade? Jetzt also gerade ist es so, dass ich wirklich am liebsten jeden Menschen gerne schütteln würde und sagen würde, ey, kümmere dich um dich selbst. Pass auf dich auf. Sorge um dich. Egal, was du machst, ob du Lehrer bist, ob du ein Anwalt, Arzt, was auch immer. Ja? Egal, was du machst, schau erstmal, dass du deine Grundlage, nämlich dich selbst, auf einen gesunden Level bringst. Wenn man wirklich an sich gearbeitet hat, wenn man wirklich durch diese finsteren Täler durchgegangen ist, du bist dann viel, viel gelassener, viel ruhiger. Du hast auch kein Problem mehr mit deiner sogenannten vermeintlichen Männlichkeit. Weil viele Probleme, die vorher passiert sind und auch so diese ganzen Streitereien, ruhte unter anderem auch auf ein bestimmtes Bild von Männlichkeit. Ich bin der Mann im Haus, also hast du nicht so mit mir zu reden. Ich bin der Mann im Haus, also am Ende entscheide ich und so weiter und so fort. Ja? Dass wenn man wirklich dann diese, also solche Arten von Therapien durchmacht, und ich möchte damit jetzt nicht unbedingt sagen, man muss genau das machen, sondern dass man nach Wegen sucht, wie man eben also aufrichtig und ehrlich zu sich diese Probleme in sich angeht und sie wirklich versucht zu verarbeiten. Welche Bilder müssten wir als muslimisch, arabisch, türkische Männer, was auch immer, wenn es um solche Emotionen geht, am meisten hinterfragen? Ist das männlich, zu weinen oder nicht? Mhm. Ist es männlich, über meine Gefühle zu reden oder nicht? Ja. Ist es männlich, dann eben meine Schwäche zuzugeben oder nicht? Mhm. Ja? Ist es männlich, wenn ich mit meinen Kindern spiele und einfach auf dem Boden rumliege oder nicht? Mhm. Ja? Also kann man albern sein beispielsweise? Genau, kann ich dann halt als Mann albern sein? Mhm. Darf ich irgendwie albern vor meiner Frau sein? Darf ich Witze reißen? Darf ich mit meiner Frau zu Hause einfach tanzen? Ja? Darf ich kochen? Darf ich dem Oder das in der Öffentlichkeit zum Beispiel auch. Oder auch in der Öffentlichkeit. Ja? Und also es spielen wirklich sehr, sehr viele Themen mit rein. Und je mehr du wirklich erkennst, dass du, bevor du von Männlichkeit, Mann und so weiter sprichst, dass du erstmal ein Mensch bist, wo sich beide Geschlechter treffen. Aber das scheint oft irgendwie verloren zu gehen. Und dann bist du einfach nur Mann, aber nicht unbedingt Mensch. So. Danke, Sven. Danke für die Sachen, die du auch teilst, weil das sind ja auch keine einfachen Sachen, die man da teilt und vor allem auch mit der Öffentlichkeit
macht. Aber ich glaube, genau das ist so das, wofür du dich gerade so ein bisschen berufen fühlst. Ja. Das auf Social Media, auf deinem Instagram-Account zu machen. Wie heißt du da eigentlich? Dr. Suhail, ne? Dr. Suter. Dr. Suter. Genau. Jeweils also, die ersten drei Buchstaben vom Namen, vorn, also Vornamen nach. Ne? Deswegen, also danke, dass du mit mir einen Tee getrunken hast. Danke dir. Hat mir echt Spaß gemacht.